Ja Leute, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im ETS. Es ist die 100. Folge und es ist die letzte Folge für 2023. Ich hatte ja schon in einigen Folgen vorher gesagt, dass ich mal einen Überblick geben möchte über den aktuellen Fuhrpark. Eigentlich sollte die 100. Folge ganz anders laufen. Ich habe die jetzt auch schon, also das ist der dritte Anlauf für die 100. Folge. Ich gehe näher noch ein bisschen drauf ein, was alles so passiert ist, warum nicht so viel gekommen ist an Content und so weiter und so weiter. Aber jetzt gucken wir uns erstmal ganz kurz an, wie sieht eigentlich der Fuhrpark aus? Wie hat er sich entwickelt? Und zwar entwickelt vom letzten Fuhrpark-Video, das ist ungefähr 2 Jahre her. Das war, meine ich, Anfang 21, da sah das Ganze so aus. Ob ich jetzt da bin oder nicht, das spielt nicht so viel die Rolle. Ich hoffe, ihr seht hier den Mauszeiger beim Longline. Also der Longline ist noch da. Das, denke ich, ist hinlänglich bekannt. Wartet mal, wie machen wir das jetzt am besten? Ne, wir machen mal den. Also, der Longline ist noch da. Dann machen wir mal hier ein Häkchen. So. Das ist übrigens der erste Next-Gen Scania in der Story. Der ist immer noch da. Noch. Den gibt es auch noch. Ihn logischerweise gibt es auch noch. Den Volvo gibt es auch noch. So, der Rest gut verkauft, lange gefahren, war ein schönes Auto in der Story. Beide DAFs, es ist nur einer abgebildet, waren ohnehin geleast, null Rechnung. Den 4x2 Scania hier verkauft, den 500er und hier den 520er auch verkauft. Wen habe ich vergessen? Ihn gibt es auch noch. Also von diesem Fuhrpark von Anfang 22 sind noch 1, 2, 3, 4 Autos übrig. 5. 1, 2, 3 und mit den beiden Leasing-Autos 4, 5 Autos sind weggegangen. Für die DAFs war ja damals ein XG-Slot. 2 Stück hatte ich ja. Die habe ich ja weggegeben. Und also bezüglich DAF wird da sicherlich noch was kommen, weil der hatte mich ja im Frühjahr so ein bisschen angefixt, der DAF, in der einen Folge. Und da wird für nächstes Jahr sicherlich das eine oder andere diesbezüglich noch kommen. Ja, wie sieht es jetzt aus aktuell? Hatten wir gerade schon gesehen. Wo sind wir denn hier? Ja, so sieht es also aus. Also wir sind hier oben beim Longline. Der Longline ist klar. Dann sind wir jetzt hier unten beim Hauber, der ist klar. Das ist der Volvo. Er hier oben rechts, da sind wir jetzt, das ist er hier gewesen, oben rechts. Also ich habe die ungefähr gleich positioniert. Hier, was ich gerade sagte, der erste Next-Gen, da ist ein bisschen was abgespeckt worden. Das ist er hier, wo ich jetzt gerade mittig oben bin. Da habt ihr gerade gesehen, da ist einiges schon weg und umgeändert. Bullfänger weg und so weiter und so fort. Das hat natürlich alles Gründe. Der Volvo hier unten rechts, ne, der ist auch noch da, haben wir gerade gesehen. Der seinerzeit mit dieser Konfiguration, der ist ein bisschen entschlackt worden und der sieht so aus. Ja, dann ist dazu gekommen, natürlich hier haben wir weit und lang und breit, na lang und breit nicht, da gibt es auch schon die ersten, die fragen, wo ist der eigentlich? Der Containerzug, der noch in Holland ist und der Scania Hauber, die beiden sind noch, ach nee, der und der Volvo, die drei Sachen sind noch in Holland. Das wird alles nach Schweden geholt.
Der Scania T bleibt, der Volvo, ja, mit der 4x2-Konfiguration ist natürlich in Schweden schwierig. Ja, da werden wir nächstes Jahr einiges noch zu sehen, denke ich mal. Und dann haben wir natürlich ihn hier links in der Mitte, das neueste Pferd im Stall. Da gibt es noch gar kein Video zu, wie er jetzt aussieht. Da gibt es nur das Fahrvideo, wo ich ihn quasi geholt habe. Jetzt schon mal so angeteasert, wie er jetzt aussieht. Eigentlich sollte dazu jetzt ein Fahrvideo kommen. Eine Woche lang, das hatte ich auch angekündigt. Das hat sich alles ein bisschen verändert, weil der Fahrer, der den jetzt fährt, der oder fahren sollte und ursprünglich das nicht geklappt hat, wir sind jetzt hier rechts Mitte bei dem Scania, dieser Fahrer fährt jetzt dann doch schon den hier links in der Mitte, weil das Abgeben mit dem schwarzen Scania, den alten, das hat dann doch alles schneller geklappt als gedacht. So, das mal ein kurzer Überblick. So sieht es also aus. Hier oben mittig habe ich gerade schon gesagt. Und dann ist hier unten ja noch Platz frei. Da, wo ich jetzt gerade mit meinem Mauszeiger rumkurvele in dem weißen Bereich. Dieser weiße Bereich ist natürlich nicht von ungefähr freigelassen. Da ist auch schon was im Loop. Und er hier oben, der Scania in der Mitte. Ich ringe noch mit mir, ob ich ihn abgebe oder nicht. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Ja, so sieht es also aus. 2, 3, 6, 7 Fahrzeuge im Fuhrpark, also Fuhrpark ein bisschen verkleinert. Der wird aber noch um mindestens ein Fahrzeug erhöht werden. Ja, der Volvo, ich finde den eigentlich schick, den Volvo. Der ist auch noch gar nicht so viel, also was heißt, der hat natürlich auch Kilometer gemacht, aber hält sich alles noch im Rahmen. Aber mit 4x2 komme ich in Schweden eben nicht weit. Vielleicht könnte in dem Bereich auch noch was passieren. Aber da muss das Angebot passen. Ja, und der Hauber, der Scania, der bleibt natürlich, ne? Ja, so weit, so gut zur aktuellen Fuhrparkübersicht. Ich habe das mal hier unten rechts, nee, das seht ihr jetzt nicht, markiert. Ich bin jetzt ganz unten rechts mit dem Mauszeiger in der Ecke. 12:23. Damit man mal so einen Anhalt hat. Und dann schauen wir mal, wann wir das nächste Mal dann da ein Update zu machen zu dem Fuhrpark. Mal gucken. 2 Jahre wollte ich das eigentlich nicht wieder warten lassen, wobei ich allerdings nicht erwarte, dass sich der Fuhrpark, wie gerade schon angekündigt, dramatisch ändern wird. Wir werden den einen oder anderen nächstes Jahr sehen, so mir die Zeit dafür da ist. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal in die Story ein und dann erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Also, bis gleich. Ja, Leute, bevor wir gleich einsteigen in die Story, war ich eben noch mal kurz in meinem Profil drin und da ist mir die Idee gekommen, auf die Schnelle euch ganz kurz was zu zeigen. Das soll jetzt, also das ist mein Longline-Profil. Ihr seht, da ist, was haben wir jetzt hier drin? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, wenn ich mich nicht 45, 45, 44, 46, irgendwie so in dem Dreh. Also um die 45 Mods sind da drin. Und das hat jetzt damit zu tun, was ich jetzt gerade erzählen will, warum eigentlich so wenig Content gekommen ist dieses Jahr. Die Zeit ist ja ohnehin immer ein Thema, das wisst ihr ja. Aber das dreht sich letztendlich um diese drei Mods hier. Fünf Mods hier. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist für mich deutlich einfacher jetzt, für ein Profil bestimmte Sachen reinzunehmen oder eben nicht reinzunehmen. Beziehungsweise geht es ja auch darum, oft,
wenn ich was vergessen habe, was ich aber anbauen will auf anderen Profilen. Die, die YouTube machen, wissen ja, man nutzt mehrere Profile. Und diese fünf Dinge, die haben mich eigentlich seit Frühjahr, ja, so seit April, März, April roundabout, bis jetzt immer noch beschäftigen die mich. Insbesondere der Inti-Mod, der Longline-Mod und dieser Accessory-Mod. Ja, diese fünf Mods vereinnahmen ungefähr, ich würde mal sagen, 100 Mods, so roundabout. Der Mega-Mod hier, der Longline-Mega-Mod, hat bestimmt schon 40. Ja, 100 Mods sind hier bestimmt drin. Hier in diesem Tire & Disc, da sind bestimmt 7, 8 verschiedenste Reifen-Mods in einem gepackt und im Inti genauso. Und das hat mich, wie gesagt, dieses Jahr massiv, ja, wie soll ich sagen, beschäftigt, aber positiv will ich das meinen, weil da hatte ich echt Bock drauf. Denn wenn man dann das erstmal verstanden hat, wie das alles so funktioniert, dann kann man sich solche, ja, wie soll ich sagen, solche Vielfach-Mods, die zig Einzelmods enthalten, selber zusammenstellen, ohne dass der ganze Krempel irgendwie abstürzt oder Fehler produziert. Das hat natürlich zur Folge, dass solche Sachen dann auch immer geupdatet werden. Stichwort Konvoi mit Bollemann und so weiter und so fort. Da gab es ja auch beim Stream einmal eine Wehwehchen, da komme ich aber näher noch zu, wenn ich es nicht vergesse. Die Ursache dessen ist gefunden worden. Hängt hier mit diesen Fünfen zusammen und noch was anderem. Wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, dann erzähle ich es näher noch. Ja, und wie gesagt, das hat mich das ganze Jahr beschäftigt. Beschäftige mich auch weiterhin, weil da kommt ja immer weiter was dazu. Insbesondere bei diesen drei Sachen hier, weil ja immer irgendwelche neuen Sachen auf den Markt kommen. Und das läuft alles. Das behagt sich nicht. Man muss halt nur wissen, wie. Und wenn man das dann einmal verstanden hat, dann kann man sich solche Sachen basteln. Und das schränkt das Profil in der Auswahl der Mods. Was heißt nicht einschränken, das ist ja Quatsch, was ich erzählen will. Das macht die Übersicht einfacher, was ich alles so für ein Profil brauche oder nicht. Es gibt ja die Kopiermöglichkeiten heutzutage, das ist auch alles in Ordnung. Aber hin und wieder vergisst man ja das eine oder andere. Disbelka Inti, das kommt hier noch in diesen Inti-Mod rein, dann ist nochmal wieder einer weniger. Und der Rest ist eigentlich mehr oder weniger so, dass man das, Promods schlägt schon hier mit 2, 4, 6, 8, der gehört zu Promods hier, da kommen wir gleich noch zu, 9, 10, das ist dieser Zoom-Crash, also 10 davon sind einfach schon für die Map vorgehalten. Hier Schwedisch Island, das ist, den nehmen wir mal ein bisschen runter, das ist hier Gotland und Öland. Ja, und der Rest ist eigentlich sozusagen, was ich für meine Spielerei so brauche. Das wollte ich euch noch kurz mitteilen, weil das gleich nochmal ein Thema werden wird. Und dann habt ihr das zumindest mal gesehen. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir ins Spiel kommen. So Leute, jetzt endlich im Game. Ja, wir stehen hier an einer vielbefahrenen Straße. Ihr seht, hier ist ordentlich was los. Es ist Samstagvormittag. Und wir stehen in der Nähe von Linköping. Hier ist Linköping und hier stehen wir, da ist ein Tankstellenzeichen. Wer jetzt eifrig auf seine Promods-Map schaut, zufälligerweise wird vermutlich, wenn er nicht etwas dazu drin hat, hier nichts sehen. Dieser Mod von vorhin mit dieser Base near Linköping, wo wir in meinem Mod-Ordner drin waren, ja, das ist ein Free-Mod von Virtual Service. Und die haben hier mal einfach ein Gehöft hingesetzt mit allem Zip und Zap. Tanken, reparieren und so weiter. Ist for free. Finde ich cool. Kann man sich runterladen. Ja, und das habe ich gleich genutzt und habe das in die Story eingebaut. Da hinten steht der Lurch schon. Und zwar habe ich hier das eine oder andere machen lassen. Also das Areal hier super cool. Hier, Achim mäht auch immer fleißig den Rasen. Jeden Tag, wenn du kommst, mäht er den Rasen. Der hört gar nicht mehr auf, der Bursche. Mit Trampolin, mit Pool. Da steht noch ein Rasenmäher.
Also hier wird so viel Rasen gemäht, das ist der Wahnsinn. Und jeden Tag sieht er wieder so hoch aus. Irre, ne? Ja, also, for free finde ich cool. Super geil von den Dudes dort von Virtual Service. Und ich habe das gleich zum Anlass genommen, um hier bisschen was machen zu lassen. Da gucken wir gleich hin, was das bedeutet. Und jetzt holen wir erstmal hier. Warte mal. Das können wir auch ganz geschickt mal machen. Das machen wir eigentlich auch viel zu selten. Lassen wir den Dicken mal rausrollen. Und dann haben wir, warte mal, ich nehme mich mal weg, dann habe ich auch gleich einen Screenie. So, da kommt er durch. Ja, wie man sieht oder auch nicht sieht, es gab das eine oder andere kleine Update zur letzten Ausgabe von dem Kollegen hier. Ich habe ein bisschen was machen lassen. Ja, wir haben ja Zeit. Es eilt ja nicht. Wir haben heute keine Fracht. Es ist Samstag. Und das kann ich schon mal sagen. Wir fahren von hier aus zurück nach Kalmar. Das ist die Tour für heute. Ja, was habe ich machen lassen? Die Front schwarz hier. Angefangen von dem Steinschlagschutz oben bis runter die Front, die Stoßstange hier unten. Das passt hier nicht ganz, aber ich kann damit leben, denn ich greife schon mal ein bisschen vorweg, das ist nicht geskinnt, das ist gemappt. Also das ist die originale Farbe noch, die Teile habe ich entsprechend gebaut, also nicht die Teile gebaut im 3D-Programm, sondern vorhandene Teile letztendlich umgebaut. Und da bin ich wieder, das redet sich dann ein bisschen leichter. Ja, habe die im Grunde so umgebaut, dass das alles hier für mich passt soweit. Wie gesagt, das schwarz gemacht. Hier unten dieses Schild angebaut, also in dem Fall mit Schweden für mich. Kann man aber anbauen, wie man will. Das ist übrigens ein Freemod von SHM. SHM, glaube ich. SHM Lightbox kann man mal googeln. Ich meine, das ist ein Freemod. Und den habe ich mir so angepasst. Normalerweise sitzt der hier ein bisschen drüber. Da gibt es verschiedene Versionen. Wie gesagt, das habe ich alles mir umgebaut. Die Peilstangen habe ich schwarz gemacht. Hier ein paar Aufkleber rangebastelt. Mal gucken. Auch das wiederum nicht geskinnt, sondern die Aufkleber sind hinterlegt. Laufen unter den Sideskirts hier, da sind Anbaupunkte und oh, ich sehe gerade, hier ist ein, da muss ich nochmal ran. Das ist hier noch nicht ganz optimal, weil ich habe die Sideskirts nämlich ein kleines bisschen zurückversetzt. Da muss ich den Auspuff von Skimo nochmal ein bisschen nach hinten ziehen, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Gut, da können wir jetzt erstmal mit leben. Ja, was ist noch gemacht worden? Eigentlich, ja, es sind jetzt Detailsachen, kleine Sachen, ne? Der große Umbau ist natürlich durch, ist ja klar. Und was soll jetzt hier noch weiter passieren? Die Scheibensticker habe ich noch mal ein bisschen verändert. Die Hörner sind rangekommen, die Lufthörner an die Seite, die habe ich daran gebaut. Das sieht aus, als wenn die nicht anliegen, aber die liegen an. Das habe ich mehrfach geguckt. Vielleicht Mühe ab, aber ansonsten liegen die an. Ja, und das war es eigentlich schon. Also, wie gesagt, der wird, ich habe hier auch nochmal Aufkleber ran gemacht. Hier ganz schön. Sind auch gut geworden, muss ich sagen. Frieden schaffen mit Steilfeuerwaffen, auch ganz wichtiges Motto. Und wir brauchen mehr von meiner Sorte. Ja, Warning. Ja, die Aufkleber habe ich selber da reingebracht. Und das ist so ein Thema hier, Binford und Scania. Also Scania war ja schon blau vorhanden. Binford habe ich mir blau gemacht. Jetzt weiß ich auch
so ungefähr, wie das mit der Truck-Paint-Geschichte funktioniert. Die Double Burner hier. Hier die Double Burner und hier an der Seite sind neue drin, sind schwarze drin. Jetzt machen wir mal. Hier stimmt doch bestimmt wieder. Ja, siehst du, das habe ich mir nämlich gedacht. Ja, also die Double Burner habe ich auch ausgewechselt bzw. auswechseln lassen. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen Licht die anmachen, dann sieht man das auch. Ja, wir sind hell unterwegs. Das andere war, glaube ich, alles schon gewesen. Übrigens die Top-Lampen da oben bei der Antenne, hier die Burschen, das waren die Showstopper bei dem Stream, den Bolle und ich versucht haben, da seid ihr, vor einigen Wochen. Was ihr gerade gesehen habt, diese Mods im Mod-Ordner, da sind ja alles zig Mods drinne. Ach, und eine andere Sonnenblende. Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen hin und her falle. Das ist vom 141er eine Sonnenblende. Die habe ich auch noch angebaut. Also wie gesagt, der Stream kam nicht zustande, weil ich ein Profil genommen habe, das Multiplayer-Profil. Und der Scania, der so aussehen sollte, zu der damaligen Zeit, alles war da noch nicht so, der konnte diese Top-Lampen im Multiplayer nicht darstellen. Warum? Weil Bolle für sein Profil auch WC007 Mods brauchte. Eigentlich hätte er sie nicht gebraucht, weil die sind alle in meinem Accessory Mod drin. Jetzt hatten wir im Grunde seine Mods doppelt drin und die haben meinen Accessory Mod, dieser Accessory Mod, da sind die ganzen Anbausachen drin, diese Top-Lampen auch, und der hat meinen Accessory Mod überschrieben und diese Top-Lampen habe ich mir da oben umgebaut, dass sie für einen bestimmten Mod passen. Und durch das Überschreiben von Bolle seinen Anbauteilen passen die Top-Lampen nicht mehr. So, das wäre wahrscheinlich im Normalprofil, wo ich den gesehen habe, war das alles okay. Aber der Gegenspieler, in dem Fall Bolle im Stream, ja, da hat er dann eben den grünen Kasten dargestellt. Und irgendjemand aus Bolle seinem Discord, ich glaube Philipp, der hatte gesagt, das könnte eine Anbausache von einem Mod sein, weil der das wohl schon mal mit dem Kumpel irgendwie gehabt. Und so war es letztendlich auch. Denn ich habe mir nämlich die Arbeit gemacht danach, weil wir nicht mehr weiter wussten, da habe ich den Longline komplett neu aufgebaut nach dieser Vorlage und konnte die Top-Lampen oben nicht anbauen, in dem Multiplayer-Profil. Und damit ist mir aufgefallen, das wird dann wohl der Fehler, die Ursache gewesen sein. Wir haben es danach nicht nochmal versucht. Wir haben das jetzt ins neue Jahr geschoben. Bolle ist ja auch zweimal jetzt am Maishäckseln gewesen. Ich selber habe ich vorhin schon gesagt, das dritte Mal jetzt, dass ich die 100. Folge versuche aufzunehmen. Ich hatte auch über Wochen neben der schönen Sache Tuning und Modding die unangenehme Situation, dass mein System rumgesponnen hat. Durch den Einbau der Grafikkarte wurde das System mehr belastet. Das Netzteil, was ich drin hatte, sollte eigentlich diese Grafikkarte abkönnen. Ich habe da mehrfach nachgeguckt. Es konnte die offensichtlich nicht, weil einer von meinen Button-Controllern ist dann regelmäßig ausgestiegen. Ich habe ja einen für die Schalter hier. Das sind ja Schalter. Und dann habe ich hier die Taster. Jetzt geht's. Jetzt seht ihr die Map. Und da ist regelmäßig der Taster-Controller ausgestiegen. Vermutlich ein Spannungsproblem. Das kam nach 3-4 Mal Spielladen. Ja, so genau konnte man das gar nicht festlegen. Aber ich habe eben durch dieses Modden eben viel das Spiel gestartet. Wieder aus, wieder neu, wieder geguckt, wieder angepasst, wieder gestartet. Und nach 4-5 Mal Starten war der regelmäßig dann ausgestiegen. Was ich mit der alten Grafikkarte nicht hatte. Und das hat mich dann zu dem Punkt gebracht, dass ich wahrscheinlich, ich sag mal, ein Spannungs- oder vielmehr ein Stromproblem habe. Und ich habe dann auch der Startprozess, um das Spiel zu laden. Also nicht der Ladevorgang, sondern einfach bis ich zu dem Auswahlfenster für mein Profil kam am Anfang. Ewig gedauert und ist fürchterlich gewesen. Und jetzt habe ich ein 1000 Watt Netzteil drin. Und jetzt läuft dieser Startvorgang des Spiels deutlich flüssiger.
Und ich habe dann auch die ganzen Sachen nochmal USB-mäßig umgesteckt. Und jetzt bin ich so, dass ich sage, das funktioniert, damit kann ich leben. Und das teste ich jetzt seit ungefähr 1,5 Wochen und bisher kein Ausfall. Toi, toi, toi. Holzklopfen. Ja, und das ist auch eine der Ursachen. Ich bin dann für mich einige Touren gefahren, RPM-Map und so weiter. Da wollte ich eigentlich auch was bringen, aber das bringen ja jetzt alle mittlerweile. Ja, bin ich dann auch wieder rausgeflogen und das hat dann dazu geführt, dass mit dem Fahren auf einmal der Motor ausgegangen ist und dass die ganze Kiste in Schleudern kam. Da habe ich gesagt, so kannst du keine Folge aufnehmen. Natürlich mit so einer Fresse, ist ja klar. Aber ich hoffe, die Ursache jetzt gefunden zu haben und toi, 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 wie gesagt, jetzt scheint zu laufen. Aber wenn du dann zweimal Anlauf nimmst, es klappt nicht. Also ich habe dann wirklich zweimal schon angefangen aufzunehmen und dann klappt es nicht. Und wenn du dann testest und du fliegst immer wieder raus, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und dann hatte ich mich dann eben weiter zum Thema oder in das Thema Modden gestürzt, was ich ja schon das ganze Jahr gemacht habe. Und um das nochmal abzuschließen, das wird auch weitergehen. Aber das wird dann immer so Kleinigkeiten geben. Für mich natürlich in erster Linie. Ich habe meine persönlichen Skills, sag ich mal, oder Fähigkeiten, was für mich Z-Mod und Blender angeht, in diesem Jahr deutlich verbessert. Das heißt, ich habe wieder ein größeres Verständnis für die Zusammenhänge da bekommen. Und ich würde mal sagen, bis auf selber Mods erstellen, das heißt, ich sag mal hier, wenn ich jetzt hier so eine Bullbar wirklich im Blender zu bauen, das kann ich nicht, das will ich auch gar nicht. Da liegt gar nicht mein Hauptaugenmerk drauf. Mir reicht es, wenn ich vorhandene Mods und sie sind P-Mods oder Freimods oder was auch immer, dass ich mir die so umbauen kann, wie ich das möchte. Sei es an einem LKW, sei es andere Positionen oder was weiß ich. Der Longline, so wie er hier steht, das habe ich aber glaube ich schon mal gesagt, den kannst du dir mit Skimmo seine. Das ist schon sehr umfangreich. Also ich will das nicht in Abrede stellen. Der Mod ist absolut mega mit dem, was er mitbringt. Aber so kriegst du ihn nicht mit Skimmo seinen Möglichkeiten hin. Und ja, diese Fähigkeiten habe ich für mich immer weiter ausgebaut und das hat mich eigentlich das ganze Jahr begleitet. Und jetzt war ich zwar lange zu Hause, aber ich habe eben überwiegend, wenn ich was am Spiel gemacht habe, mich auf die Modderei in Anführungszeichen, gestürzt für mich. Ja, und dabei ist das Fahren auch aufgrund der technischen Probleme, das ist dann so eine Spirale, zu kurz gekommen. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber um das mal zu erklären, warum, weshalb, wieso, weil der eine oder andere weiß ja, dass ich jetzt ein bisschen länger zu Hause war und wird vielleicht fragen, warum kam denn nichts und so weiter. Ja, es ist dann so ein Gemisch aus, ja, wer das kennt und wenn du mit einer Sache ein bisschen wackelig vertraut bist, und du wirst immer besser und du verstehst immer mehr die Zusammenhänge, dann macht das eben viel mehr Spaß. Und ja, selbst die ganz kleinen Schritte in Blender, die ich jetzt gemacht habe, die helfen mir schon unwahrscheinlich weiter. Z-Mod, ja, das ist so umfangreich. Ich nutze wahrscheinlich immer noch von dem, was das Programm kann. Keine Ahnung, 10, 15, 20%, wenn überhaupt. Aber es reicht mir. Ich kann mir selber helfen. Ich brauche kaum jemanden fragen, wenn, dann frage ich mal Danny oder so, aber das ist auch dieses Jahr weniger geworden, weil ich eben für mich dazugelernt habe, aber ich habe eben auch gemerkt, wenn du das nicht regelmäßig machst, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich ein halbes Jahr nichts gemacht im Z-Mod, ich will nicht sagen, dass du wieder von vorne anfängst, aber du überlegst erstmal und deswegen ist es auch wichtig, in dem Flow drin zu bleiben. Und ich sagte ja, das ist die letzte Folge für dieses Jahr, ich muss nächste Woche zur Arbeit, ich bin Weihnachten, Neujahr dieses Jahr dran. Nehme mir mein Geraffel mit. Ich habe ja meinen Laptop auf der Arbeit gelassen. Und da geht es dann munter weiter. Spart mir dann vielleicht Zeit für zu Hause, weil ich das dann nicht mehr machen muss, wenn ich das nächste Mal wieder da bin. Ich war jetzt aus privaten Gründen länger zu Hause, hatte meinen Laptop aber nicht hier. Das heißt, ich habe dann alles am Spielerechner gemacht und das hat dann eben die Zeit gekostet. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, das ist das eine, um das mal jetzt hier abzurunden. Und das andere, worauf wir denn jetzt so ein bisschen hinaus wollen, das ist das da hinten. Ja, ich habe mir einen Jumbo geborgt, habe den folieren lassen in der Firmenfarbe und habe hier den belabeln lassen.
So sieht's aus. Europe Grand Prix. Und zwar werde ich im kommenden Jahr wahrscheinlich erst noch eine Runde mit dem Hooklift drehen und dann will ich nächstes Jahr eine Europarunde drehen. Deshalb Europe Grand Prix. Einmal rund um die Promods, bis wir dann auf dem Balkan sind, ist vielleicht auch der Balkan integriert, denn ich glaube, der ist in der jetzigen Ausgabe der Promods noch nicht integriert. Und die Idee ist, hier vorne an der freien Stelle vom Trailer die Station, wo man halt so hauptsächlich war, aufzunehmen. Das ist eigentlich der Plan für nächstes Jahr. Ja, und so habe ich mir den eben hier folieren lassen, den Auflieger. Und was ich am Ende damit mache, das werden wir dann sehen, ob ich ihn dann kaufe oder weiter lease oder whatever. Das werden wir dann gucken. Ja, ich habe mir hier so ein zweites Logo gemacht mit Truck Styling, weil das wird wahrscheinlich so ein bisschen Standbein werden. Also diese Modderei und Tunerei soll ja auch in irgendwas münden. Und da gibt es so Gedankenspiele, das eventuell so ein bisschen vielleicht in die Story einfließen zu lassen. Aber ich habe so viele Gedanken und so viele Sachen im Kopf. Irre. Wie gesagt, das reale Cockpit, auch das steht in den Startlöchern. Da mache ich nochmal ein extra Video zu. Da war ich auch ein bisschen zu Gang schon in der Zeit. Aber auch sachte und langsam. Ja, Freunde, so schaut's aus. Das war jetzt wie immer viel Geplänkel am Anfang. Ich werde wahrscheinlich, mal gucken, ob ich es nicht vergesse, so eine Timestamps machen. Mal gucken. Und ja, ich würde sagen, wir satteln jetzt den Dicken auf hier, beziehungsweise den Auflieger mit dem Dicken aufsatteln. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Kalmar. Auch ganz wichtig hier, also wer meint, da eine Karte anstecken zu müssen, kann er gerne machen. Boll hat gesagt, er zahlt die 100 Millionen. Naja, so. Davon sehe ich bloß noch nichts. Gut. Dann würde ich sagen, das war der verkehrte Schlüssel. So. Wir müssen uns erstmal ein bisschen zurechtfinden hier. Ja, hier innen habe ich die Anordnung der Pins nochmal ein bisschen aktualisiert. Die hingen ja auch schief wie 23:30. Ja, ansonsten, ich habe es ja gesagt, der Mod ist for free. Warte mal, irgendwas wollte ich doch jetzt machen. So, hier. Ja, rückwärts, Kalle, sonst wird das nichts hier. Ja, und so geht das eigentlich, ging das eigentlich die ganzen Tage. Dann habe ich an dem LKW gebaut, dann habe ich wieder Skinning-mäßig was gemacht. Dann habe ich wieder an einem Truck-Sound rumgebaut und so ging das eigentlich die ganzen letzten Wochen, muss ich sagen. Und ja, was soll ich sagen? Wer so ein bisschen bewandert ist mit dem Thema, das soll jetzt irgendwie nicht despektierlich klingen oder so. Oh, hier steht ein BMW mit deutschem Kennzeichen. Okay. Hallo. Wieso kriege ich den Rückwärtsgang rein? Ja, wenn man sich dann so verfängt in dieser Modding-Geschichte, das werden die meisten vielleicht vom Skin kennen oder auch selber vom Modden. Das will ich nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen. Man verliert sich da drin, in den jeweiligen, was man da macht. Und die Zeit, die rennt dahin, das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Was ist denn hier mit meinem Rückwärtsgang los? Ich habe das neulich schon gehabt. So. Ja, der Rasenmäher hier, der läuft den ganzen Tag. Das weiß ich eben, weil ich ja ein paar Mal schon in dem Mod hier drinne war. Also, Warnblick machen wir mal gleich an. Licht haben wir noch an.
So, dann machen wir hier. Schwuppdiwupp. Lichter gehen hier. Oh, ich gehe immer noch, obwohl ich stehe. Oh, hier ist ein Malheur passiert. Das muss ich mir nochmal angucken. Wieso ist hier weiß und hier ist orange? Das müssen wir nochmal kontrollieren, aber das machen wir. Was ist hier? Hier ist auch weiß. Hm, vielleicht gibt der Mod das nur so her. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja, das ist der Auflieger von hinten. Auch alles selber gemacht. Auch diesen, also den Skin dafür habe ich tatsächlich komplett von the scratch mit diesem, na, wie heißt dieses Tool? Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Ihr wisst schon, was ich meine, womit du halt Skins erstellen kannst. Modstudio. Oh, ich komme nicht drauf. Hat ein bisschen gedauert, aber da habe ich jetzt einen eigenständigen Mod auf diesen Longline mir gebaut, weil ich eben diese Metallic-Lackierung haben wollte. Passt nicht 100% farblich. Ich weiß das, weil die Shader wahrscheinlich unterschiedlich sind. Also gerade hier vom LKW. Ja gut, das ist dann, da muss ich damit leben. Obwohl ich die gleichen Werte genommen habe. Naja. Müssen wir halt mit leben. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ein Screening Nanini. Und dann so, dann gehen wir hier in the Map und dann zotteln wir heute. Da, jetzt hat er ein Screening gemacht. Das ist noch so ein Problem, was ich noch nicht gepackt kriege. Er löst manchmal einfach aus und macht einen Screenshot. Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. So, da bauen wir hin, 182 Kilometer, das ist unsere los. Tagestour. Ja, los, 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 müssen los. So, da seid ihr wieder, da seid ihr wieder. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, mit ihm bin ich hier übereingekommen. Eventuell, also er macht das hier ganz gut, die Arbeit, diese kleinen Anbausachen. Ich war hier, weil ich vielleicht den Innenraum noch ein bisschen umgestalten lassen will, aber das machen wir, wenn denn nächstes Jahr. Das werden wir uns dann alles nächsten Jahr angucken. Ja, es ist hier schön eng, Freunde. Also ich kann euch sagen, vorwärts rauffahren. Oh. Macht Laune, kann ich jetzt schon mal sagen. Ich bin einmal vorwärts raufgefahren und ich bin einmal bisher auch hier von der Straße aus rückwärts raufgefahren. Das rückwärts rauffahren ist nicht so schlimm. Das Problem ist natürlich die lustige KI, die dann von vorne und von hinten dir da den Weg versperrt. Guck dir an, was hier los ist. Alter. So, schalten wir so scheinbar auch neu lernen. Ja, hier geht es auch noch mal rein, aber da ist nichts zu sehen. Ja, so Freunde, dann geht's auf nach Kalmar. Ja, wenn man eine Zeit eben... Ach, hier müssen wir drehen. Okay. Und jetzt hier in dem Stau... Nein. Haben wir keine andere Möglichkeit wegzukommen nach... Ach, nee.
Oder wir fahren hier lang. Über Vecchio. Warte mal. Route zurücksetzen. Wir machen hier Vecchio. Und dann machen wir Kalmar. Ja, machen wir auch. Sind fertig zum Losfahren. Knapp das Doppelte, aber wir haben es ja. Aber so kriegen wir ein bisschen, bisschen Aufnahmezeit hin. Wir sind leer. Erste Ausfahrt nehmen. Deswegen hier auch. Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Nimm diese Ausfahrt. Oh Gott, ich muss mich erstmal hier wieder ans Schalten gewöhnen, du. Jung, jetzt ist aber gut. Ja, ansonsten kann ich nicht so viel erzählen, was den Rest angeht, weil ich war hauptsächlich mit mir selbst beschäftigt, habe ich ja gerade ausführlichst erklärt. Aber wie gesagt, wenn man sieht, dass das, was man macht, klappt, nimm diese Ausfahrt. Dann macht es A Spaß und ja, wie gesagt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Man verfällt da, man verfängt sich da in der Zeit, das ist einfach so. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. So, du nicht. Nimm diese Ausfahrt. Ja, mach ich. Bitte links halten. Links halten, das machen wir auch. Oh, Helsingborg ist hier ausgeschrieben. Oha. Das war real ein Stück von Linköping, also. Wenn die hier Helsingborg ausschreiben, alter Schwede. Alter Schwede. Ja, und so haben wir eigentlich für nächstes Jahr einen straffen Plan. Was davon dann folgentechnisch zu sehen sein wird, das kann ich noch nicht sagen. Ja, wie gesagt, das gab im Früher habe ich ja angefangen mit dieser Mod-Zusammenlegung. Da habe ich ja diesen Interior-Mod gemacht mit diesen ganzen Pins hier. Und ich hatte ja schon mal so einen Mega-Mod für den alten Longline, aber da waren dann doch Fehler drin. Und ich glaube, ich habe das aber auch schon mal erklärt gehabt, auch warum, weshalb, wieso ich das gemacht habe. Ja, doch, mir ist so. Da habe ich das mal erklärt mit diesen ganzen Eintragungen, dass der Modder, der diese Mods ursprünglich herstellt, da ein bisschen schlampig, will ich nicht sagen, aber doppelt gemoppelt arbeitet und sich manche Sachen gegeneinander aufheben. Das habe ich, doch, jetzt fällt mir das gerade ein. Ich habe dazu schon mal in einem Video was gesagt und auch, glaube ich, auch gezeigt. Ja, und dadurch, dass mich das jetzt eigentlich am meisten beschäftigt hat, tatsächlich von Sommer an, muss ich sagen, kann ich auch nur darüber berichten. Ja, Skimmo hatte dann zwischendurch den Longline auch, oh, ich weiß gar nicht, auch geupdatet. Ich selber habe ja für mich einige Anbaupunkte im Longline drin, die Skimmo nicht drin hat. Und das ist dann jedes Mal, da muss erst die Anbaupunkte vom alten in den geupdateten Mod rein. Mittlerweile, glaube ich, habe ich 5, 6 oder 7 Anbaupunkte extra drin, die Skimmo nicht hat. Das sind auch so Sachen, ne? So eine Anbaupunkte setzen mit den entsprechenden Sachen dahinter. Ja, wenn man dann nur weiß, wie das alles geht und man nicht lange probieren muss, sondern man macht das. Man weiß, wie die Zuordnung dazu sein muss in der entsprechenden Zuordnungsmod. Also sprich
Tobi J, DDS und MAT-Dateien. Dies ist ja dieses Dreiergestirn zusammen dann mit der entsprechenden Datei im Z-Mod. Wenn man dann mal verstanden hat, wie das alles so funktioniert, das heißt dann immer noch nicht, dass alles glatt läuft. Aber es läuft zumindest deutlich reibungsloser von der Hand. Es gibt immer noch wieder Sachen, wo auch jetzt gerade gestern wieder an diesen Sideskirts mit diesen Anbaupunkten rumgebastelt und auf einmal waren die Sideskirts nicht mehr da. Nicht zu sehen. Keine Ahnung warum. Bis ich das dann rausgefunden hatte, ja, dummer Fehler im Z-Mod. Was heißt dummer Fehler? Eine Sache, die im Z-Mod aufgetreten ist und ja, wenn man dann eben nicht die entsprechenden richtigen Settings macht, dann führt das eben dazu, dass das Bauteil zwar an... Also, du kannst es auswählen, es wird dir aber nicht angezeigt. Ja, und vieles, das habe ich glaube ich im letzten Video aber schon gesagt, vieles ist einfach auch eine Fleißaufgabe, einfach die ganzen Sachen umzuschreiben. Weil du natürlich, keine Ahnung, ich sag mal überspitzt gesagt, 10 Sideskirts drin hast und die musst du alle auf dem Longline umschreiben. Ja, das, da sitzt du dann halt ein bisschen dran, ne? Naja, und wie gesagt, das hat mich seit Sommer, wenn ich dann dran war, beschäftigt. Und dann kam ja im Herbst die Grafikkarte dazu. Und Freunde, wenn ihr mich fragt, wo jetzt die letzten 10 Wochen geblieben sind, ich weiß es nicht. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Also was ja völlig auf der Strecke geblieben ist dieses Jahr, ist ATS. Aber im ATS gibt es eben auch nicht so viel zu tun für mich, außer fahren natürlich. Da habe ich das eben mit dem Modden in Anführungszeichen nicht so, weil ich A, so viele Mods nicht habe und B, der Peterbilt, der ist für mich optimal ausgebaut. Da gibt es also nicht viel. Aber ja, es fängt an wieder so ein bisschen zu juckeln. Gerade weil Kansas auch rausgekommen ist und so weiter. Wird es bestimmt nächstes Jahr auch wieder ein bisschen mehr geben im ATS. Ich glaube, das letzte Mal war auf der 1,46, hätte ich jetzt fast gesagt. Und jetzt sind wir ja schon auf der 1,49, auch schon wieder ein paar Tage unterwegs. Das heißt, wenn ich das nächste Mal dazu komme, ist wahrscheinlich schon die 1,50. Ja, wollen wir mal gucken, was noch alles so passiert nächstes Jahr im Spiel. Ja, und ansonsten kann ich eigentlich gar nicht so viel erzählen. Nach längerer Zeit mal wieder auf der ProMods unterwegs. Ich brauche sie halt für den Norden. Das ist eben so. Ich hoffe ja, dass der Norden nochmal ausgebaut wird. Angekündigt haben sie es ja scheinbar. Jetzt kommt ja wohl Griechenland. Und danach soll eigentlich so ein Overhaul von Skandinavien kommen. Und wer sich Skandinavien auf der SCS Map anguckt, der sieht da nach oben hin deutlich, deutlich Luft. Also da ist reichlich Potenzial vorhanden zum Ausbau. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann das ganze Skandinavien DLC einen Overhaul bekommt. Aber jetzt ist erstmal Griechenland dran. Oh, ich glaube, wir müssen hier irgendwo rund her. Hier, Kalle, lass mich da mal rein. Ja, kleiner Hacker eben gewesen. Also ich habe natürlich auch immer noch so ein bisschen im Blick, wie sich das jetzt mit der neuen Grafikkarte und der ProMods verhält. Das habe ich bisher im Langzeittest noch nicht gehabt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das machen wir, Mäuschen. Naja, und so haben wir dann, oder so habe ich dann eben drum geklärt. Ein Soundmod habe ich mir zusammengestellt. Die Ausfahrt rechts. Mit Getriebe, Optionen und sowas alles. Ja, ist auch alles nicht in 5 Minuten gemacht. Also ich hoffe, das kommt jetzt hier nicht so, das soll nicht überheblich rüberkommen, um Gottes Willen. Aber es macht mir einfach Spaß und naja, das ist nun mal das, womit ich mich die letzte Zeit beschäftigt habe. Und leider Gottes kann man sich nicht 8 teilen und man kann auch nicht, auch wenn man es vielleicht gerne möchte, den ganzen Tag sich damit aufhalten. Das findet dann das ein oder andere Familienmitglied sicherlich nicht so toll.
Und dann bleiben natürlich unweigerlich, was jetzt das Spiel angeht, ja, wie soll ich sagen, Sachen auf der Strecke. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Fahr rüber hier, du Nappel. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, zum Beispiel, wie gesagt, das reale Cockpit. Aber dann mache ich nochmal nächstes Jahr ein Video zu. Da ist auch noch nicht so viel passiert. Weil ich ringe dann noch mit mir in einer grundsätzlichen Sache. Ob ich einfach nur hier diesen Bereich, hier das Cockpit neu baue. Oder ob ich mir tatsächlich hier für den gesamten Bereich hier um mich rum ein Fahrhaus baue. Da ringe ich noch mit mir. Deshalb geht das da nicht so richtig voran, weil unter Umständen jetzt schon gleich für das eine oder andere die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden müssen. So, wenn ich mir hier so ein reales Fahrhaus oder nach realem Vorbild ein Fahrhaus hinsetze, dann glaube ich, ist es soweit, dass meine Frau dann auch mit der Jacke kommt, die man von vorne anzieht. Das muss ich dann erstmal noch ein bisschen verkaufen hier, dass in der Garage hier so ein Ding steht. Naja, mal gucken. Und deshalb lasse ich mir da ein bisschen Zeit. Es ist ja nicht akut Handlungsbedarf. Auch wenn ich das hier mit diesen Button-Controllern so ein bisschen als Problem ansehe. Übrigens, der Ausstieg der Button-Controller hat sich auch schon mit der alten Grafikkarte hin und wieder so abgezeichnet. Allerdings nicht in der Häufigkeit wie hier jetzt. Ich hatte da, ich sag mal, im letzten Jahr mit der alten Grafikkarte tatsächlich auch öfter mal den Ausstieg. Und auch immer der Taster-Button-Controller war es gewesen, der mich jetzt dann auch immer geärgert hat, die Wochen. Ja, von daher freue ich mich auch schon auf den neuen Controller, die BBI von Leo Botner. Da habe ich echt Bock drauf. Ja, und so rennt die Zeit dahin. Also wenn mich persönlich einer fragt, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, dieses Jahr 2023 ist für mich persönlich mit meinen paar Lenzen, die ich auf dem Buckel habe, das Jahr, was am schnellsten vergangen ist. Irre. Also den Sommer habe ich so irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen. Zumindest was das Zuhause angeht, weil ich A, eben beruflich unterwegs war im Sommer und wenn ich dann da war, waren wir unterwegs hier. So, dann war jetzt der Herbst, wo ich nach Hause kam. Das hat Puff-Puff gemacht. Und jetzt ist das Jahr vorbei. Also das ist immer der Wahnsinn. Geradeaus. Mal von den ganzen bekloppten Umständen, die es in der realen Welt gibt, mal abgesehen, die einen ja nur noch Kopfschütteln lassen. Immer geradeaus. Ja, wird es nächstes Jahr sicherlich nicht anders werden, was die, wie soll ich sagen, der Lauf der Dinge angeht, die Zeit, die verrinnt. Das ist dann so, wie die Alten immer sagen, werd erstmal älter, dann merkst du, wie die Zeit läuft. Und allgemein, ohne jetzt politisieren zu wollen, wenn das so kommt, wie es jetzt angedacht ist, dann wird das dann kommen wir in dunkle Zeiten mit diesen Leuten, die da jetzt gerade das Sagen haben. Na, schauen wir mal. Hoffnung stirbt zuletzt. Es sind ja nächstes Jahr 3 Landtagswahlen im Osten. Ich gehe stark davon aus, dass da richtig gewählt wird. Am Kreisverkehr 2. Ausfahrt nehmen. Und dann schauen wir mal. So, was ist mit ihm? Wieso fährt er nicht hier? Ja, jetzt. Das war's, mitten auf der Kreuzung stehen geblieben. Nimm diese Ausfahrt. Ja, Mäuse, das mache ich auch.
Ja, und wenn ich nachher da bin im Januar, dann ist auf jeden Fall großes Thema. Also eine Folge streamen mit Wolle muss, das muss gleich, das muss drin sein. Also das haben wir jetzt so lange vorbereitet tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob Bollemann das irgendwann mal erzählt hat. Diese Ausfahrt. Wir haben über Wochen, ich glaube 3 oder 4 Wochen, immer freitags die Profile auf Stand gebracht. Das Problem war nämlich gewesen, dass ich ja meine, wie soll ich sagen, diese Mega-Mods, die brauche ich ja. Und die habe ich natürlich in der Woche, wenn Bolle arbeiten war, habe ich durch das Modden die immer geupdatet. Und deswegen waren die eine Woche später schon wieder obsolet. Und jetzt habe ich mich aber auf den Stand geeinigt mit Bolle. Das heißt, ich bin Multiplayer-Profil habe ich nicht die allerneuesten Sachen drin, die ich jetzt hier schon fahre. Das ist dann so. Biege nach links. Ja, wenn wir jetzt aber dann im Januar anfangen, dann sitzen wir wieder mindestens erstmal 2 Stunden, um das Multiplayer-Profil auf Vordermann zu bringen. Die Leute, die Konvoi fahren, die kennen das. Ja, aber das. Josef Heid. Hau rein hier. Ja. Ich wusste es. Ich fahr jetzt los hier. Wenn ihr alle zu dämlich seid. Ja, ich krieg wieder keinen Gang rein. Also ich habe in letzter Zeit Probleme hier mit meiner Gongschaltung. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Auch vorhin mit dem Rückwärtsgang, bis der so drin ist. Sehr komisch. Aber in der Einstellung von Fanatec ist alles gut. Biege nach rechts ab. Ja, aber fängt das jetzt hier an zu regnen oder was? Das glaube ich aber nicht. Ja, aus der letzten Folge noch ganz schnell erzählt, waren wir ja an der Fähre in Finnland und dann habe ich nach Finnland übergesetzt. Es war an sich nicht viel los, also folgentechnisch war da nicht viel los. Und das habe ich 2-mal angesetzt, die Folge von Finnland dann wieder weg, wo ich dann jeweils immer, naja, nicht rausgeflogen bin, aber wo ich gesagt habe, das bringt nichts mit den Möglichkeiten oder wie das sich hier darstellt. Aber da habt ihr nicht viel verpasst, da ist nicht viel passiert. Ja, und noch ein ganz großes Thema wird ja noch werden, das hatte ich in der letzten Folge auch schon angekündigt, glaube ich. Ich musste mal überlegen, wann habe ich was gesagt? Habe ich das in den 2 Versuchen gesagt, die ich angefangen habe aufzunehmen oder in der letzten Folge. Also was auf jeden Fall noch ein Thema langfristig sein wird, ist ein neuer Firmenhof. Der Firmenhof in Karlskrona ist so gut wie verkauft. Und ich möchte mich ja in Kalmar niederlassen. Und dafür muss natürlich was Geeignetes her. Und ja, wer da so ein bisschen weiß, wie das so läuft mit diesem Map-Editor, der weiß auch, dass sowas nicht in 2-3 Tagen gemacht ist. Das braucht auch alles so seine Zeit. Nimm diese Ausfahrt. Ja, aber mein Jahresziel für mich persönlich, wenn wir mal in der Story bleiben wollen, habe ich erreicht. Der Firmenumzug ist abgeschlossen. So gut wie, sagen wir mal so. Es sind alle Autos umlackiert, das habt ihr schon gesehen. Nächstes Jahr wird der ganze Holland-Anteil noch aufgelöst. Ich habe für die LKWs dort hier eine Containermöglichkeit aufgetan. Das wird sich im nächsten Jahr erst abzeichnen. Die Fahrer kommen auch mit. Also es ist ja bloß der Volvo und der Scania. Der Hauber Scania als Zweiachser, der
ist ja eigentlich nicht als Arbeitszugpferd vorgesehen. Das ist ja eigentlich so mein Hobbytruck. Immer geradeaus. Ja, naja, und dann, wie gesagt, steht nächstes Jahr die Europatour an. Deswegen haben wir ja das Ding hier hinter uns. Mal gucken, wie es laufen wird. Das ist natürlich ein großes Risiko, ein Stück weit. Weil das muss natürlich auch alles ein bisschen geplant sein. Wenn du dann ein paar am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Monate nicht da bist. Ja, was ist jetzt mit dir hier, Kalle? Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, ein LKW steht in den Startlöchern. Nimm diese Ausfahrt. Auf den Hooklift-LKW, da werden wir, wie liegen wir denn folgetechnisch, zeittechnisch überhaupt hier? Oh, den schon wieder eine Stunde um. Ja, dann werden wir das im neuen Jahr machen mit dem Hooklift, wahrscheinlich dann zusammen mit dem anderen LKW. Biege nach rechts ab. Dass wir, dann zeige ich die alle mal, die beiden. Auch wieder so eine Sache, der LKW, der da kommt. Auch wieder was dran gemacht. Und das sind eben Sachen, den Hooklift kriegst du so auch nicht, wie ich ihn da stehen habe. Und das ist eben der Zwiespalt. Das sind alles schöne Sachen, die kannst du aber storytechnisch schwer unterbringen. Du kannst ja nicht jedes Mal in einen LKW fahren, aber so ein bisschen will man das ja auch, dass die Arbeit, die man da reingesteckt hat, ja nicht einfach bitte nur so für sich ist, sondern auch tatsächlich in der Story mal zum Tragen kommt. Ah ja, das ist so ein bisschen, da bin ich jedes Mal im Zwiespalt, weil das ist ja auch nicht, am Kreisverkehr, du steckst ja auch nicht bloß 5 Minuten Arbeit in so eine Ausführung rein. Ja, und dann einfach nur um ihn zu haben und dann auch nicht zu nutzen. Dafür hat man eigentlich viel zu viele Mods, die nicht genutzt werden. So, fährt mir jetzt einer hier in die Karre? Na, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Der Dödel wollte da gerade abbiegen. Dummes Schwein. Nimm diese Ausfahrt. Da ist schon wieder immer der zweite und der Rückwärtsgang. So, dann kommen wir jetzt mal hier zu. Das ist auch so eine Neuerung. Hier seht ihr schon rechts da. Immer geradeaus. Die Garage hier. Was heißt hier geradeaus? Bist du doof oder was? Die ist von meinem Geschäftspartner hier. Die kann ich gegen ein entsprechendes Entgelt mitnutzen. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ingemoli, das brauchst du nicht. Oder? Warte mal. Ich will mich erstmal hier stellen. Da, schon wieder der Rückwärtsgang. Ah ja. So, da sind wir. Das war eigentlich die Folge für heute. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Ne, ich will die nicht kaufen. Ich stehe mit dem Eingang. Ach, das geht ja gar nicht. Dann bleiben wir jetzt hier stehen und aus die Maus, Mickey Maus. Screeny haben wir. Ja, Screeny haben wir, glaube ich. So. Hallo. Ja, er hier ist, wie gesagt, mein Geschäftspartner. Also nicht er, der da steht. Das ist hier der Aufpasser vom Dienst. Bo Ekström heißt der Gute. Der gute Mann. Und er hat hier so einen LKW-Service. Kannst du heil machen lassen und so weiter und so fort. Den Garagenmod hier mit dieser Ausstattung,
gibt es als Download im Steam Workshop, glaube ich, oder so, weiß ich gar nicht. Transall Garage oder so heißt der. Ja. Und wie gesagt, mit bei ihm komme ich so ein bisschen unter, bis ich was Eigenes habe. Ja, und für heute soll es das eigentlich gewesen sein. Und dann würde ich nämlich sagen, machen wir hier Schluss. Auch wenn es jetzt hier regnet, machen wir nochmal ein Bild. Ja, wir können ruhig ein Bild machen. So, genug gelaufen. Ich bin weg. Noch ein Screenie, vorsichtshalber. Ja, so Freunde, die Zeit, ich glaube, wir sind, boah, also, ich glaube, Bolle kippt schon wieder um, wenn er die Stundenzeit oder die Minutenanzeige sieht. Ja, Freunde, für heute soll es das gewesen sein für dieses Jahr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine besinnliche Restweihnachtszeit. Sie wird vor Weihnachten kommen, die Folge. Natürlich einen guten Rutsch im neuen Jahr. Und dann sehen wir uns in alter Frische im neuen Jahr wieder. Was auch immer uns dann für Abenteuer ereilen, das werden wir dann alles sehen. Ein bisschen was habe ich ja angerissen, was auf uns kommt. Einiges wird davon sicherlich umgesetzt. Anderes vielleicht nicht, weil die Zeit nicht ausreicht. Und dann wette ich, kommt auch noch das eine oder andere, was gar nicht auf dem Zettel ist. Wer weiß, was uns SCS nächstes Jahr alles noch so beschert. Positiv wie negativ, werden wir auch noch sehen. Also Freunde, in diesem Sinne, bis dahin. Lasst euch nicht verarschen, macht es gut. Ciao, ciao. Euer Binford.